Was sehen wir da jetzt? Da ist die moderne Form, wie wir in Vorarlberg die Schneckenplage her werden. Und ich führe das jetzt alles mal in einen kleinen Versuch vor. Jetzt müssen wir mal warten, bis das ganze Salz da geschmolzen ist. Es hat ungefähr eine Temperatur von 600 Grad. So, und jetzt geben wir dann die Schnecke da hinein. Das Salz wird erhitzt und das hat über eine Temperatur von 600 Grad und da entsteht wird sehr viel Sauerstoff freigesetzt. Und da die Schnecke aus Zucker und Gelatine besteht, verbrennt der Zucker und dabei entsteht viel Sauerstoff und Kohlendioxid und das Wasser verdampft von der Schnecke und deswegen springt die Schnecke so auf und ab im Reagenzglas. Was sehen wir da jetzt? Also wir zeigen euch da jetzt stehende Wellen. Dazu haben wir da einen Lautsprecher und eine Metallplatte. Da wird dann Sand drauf gegeben. Und wenn ich das jetzt einschalte, wird das Ganze in Schwingungen versetzt. Ich habe da jetzt 159 Hertz eingestellt. Jetzt sieht man, dass das dort, wo die Körner tanzen, dort entstehen Bäuche. Und es wird dadurch wegtransportiert. Überall dort, wo man die Ablagerungen dann sieht, das sind die Knoten. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Muster, die was da entstehen können. Was wir da jetzt gesehen haben, wie nennt man das? Also da wollen wir euch einfach zeigen, wie man Schwingungen darstellen kann. Was sehen wir da jetzt? Also Elefanten sind ja große Tiere und deswegen braucht man einen schnellen Weg, um schnell ziemlich viel Zahnpasta zu machen. Okay. Und das machen wir. Wir haben dann also Kaliumjodid in Wasser aufgelöst und Wasserstoffperoxid. Und da drin haben wir ein ganz normales herkömmliches Geschirrspül mit. Und das füllen wir jetzt gleichzeitig zusammen und dann werden wir sehen, wie die Zahnpasta entsteht. Und jetzt machen wir noch einen Nachweis, dass da drin Sauerstoff ist, indem wir das Ganze anzünden. Also die Klimmspannfarbe. Das ist jetzt eben der Nachweis, dass da Sauerstoff drin ist für die Verbrennung. Was passiert da jetzt? Da ist jetzt Wasser. In dem Wasser ist ein Elektrolyt drin. Und durch Zuführen vom Strom wird das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Davon zwei Teile Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff. Und die kann man jetzt zusammenmischen wieder und durch Zuführen einer Energie, wird, also durch Feuer zum Beispiel, wird jetzt das Reaktion auslösen, eine heftige. Also da ziehe ich mir jetzt da zwei Drittel vom Wasserstoff aus. Insgesamt haben wir da 10 bis zum 10er dann. Und jetzt füllen wir komplett mit Sauerstoff. Jetzt nehme ich die Spritzen, da ist jetzt das Knallgasgemisch drin und das fülle ich jetzt in die Seifenlauge ein. Dann entstehen da Blasen, die mit dem Gemisch gefüllt sind. Jetzt nimmt man da ein Feuerzeug, das ist die Aktivierungsenergie. Und dann zuführt, dann wird es durch die Knallgasreaktion und durch Zuführen von Aktivierungsenergie ist es wieder zu Wasser reagiert. Also es ist wieder Wasser da drin.